Hallo Leute, mein Name ist Hotzeste und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warptorio. Letztes Mal oder die letzten beiden Male hatten wir Glück, denn alienmäßig war nicht so viel los. Mal schauen, ob das Glück anhält. Einer zu viel. Wir brauchen zwei Öfen für Kupfer. Und zumindest hier sieht es auch so aus, als hätten wir einiges an Wald. Frage ist, wo ist Kupfer? Hier im Wald drin. Okay. Machen wir doch einfach mal eine Runde, um zu schauen, ob es da irgendwelche Alien-Nester gibt, die wir präventiv beseitigen können. Sehr viel Wald hier, das gefällt mir. Wald saugt die Umweltverschmutzung auf, das heißt, sie breitet sich nicht so stark aus. Da oben hat es welche. Okay. So, reparieren wir den. Das war knapp. Fast wäre der Turm draufgegangen. Hier in dieser Richtung ist der Boden etwas sandiger. Sprich, der nimmt die Umweltverschmutzung nicht so gut auf wie Grasboden. Aber wir haben immer noch einiges an Bewaldung hier. Dann muss ich mal kurz zurück. Der vierte oder das dritte Untergeschoss, der vierte Boden. Das heißt, das wären die nächsten 10 Minuten. Forschen wir die. Da müssen wir einfach noch schauen, dass wir neben den roten auch noch grüne Fläschchen in die Forschung reinlegen. Das sollte uns dann 10 Minuten mehr geben, die wir auf dem Planet bleiben können. Was natürlich unter günstigen Umständen positiv ist.
Wenn wir von Aliens überrannt werden, ja, dann müssen wir sowieso schauen, wie wir weiterkommen. Aber solange wir die Option haben, länger zu bleiben, denke ich, ist dies positiv. Hier oben sind es einige Nester. Haben wir das Einzelne hier unten. Dann da oben. Keine Würmer hier. Kommt mir gelegen. Sehr gut. Hat ein bisschen mehr Nester auf diesem Planeten wie auf anderen. Aber wir haben das immer noch im Griff. Solange wir sie natürlich präventiv zerstören können, bevor die Umweltverschmutzung die Nester erreicht, denke ich, brauchen wir unter dem Strich weniger Munition, insbesondere wenn wir dann länger bleiben. Denn wenn Welle nach Welle unsere Basis stürmt, dann brauchen wir in der Basis sehr viel Munition, um zu verteidigen. Und da kann es dann auch sein, dass die unter Umständen auch die Türme Schaden nehmen. So, hier alles voll, hier alles voll, hier alles voll. Hier haben wir definitiv sehr schön 10 Minuten länger, die wir bleiben können. Und dann denke ich, machen wir einfach mal weiter mit dieser Forschung hier. Und die 10 Minuten sind schon hier dazu gezählt. Jetzt sind es noch 30 und 10 sind wir schon hier. Das heißt insgesamt 40.
Damit denke ich, sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo es mehrheitlich darum geht, zu forschen und Materialien zu sammeln, so dass es weitergeht. Wenn etwas passiert, wie üblich, werdet ihr das mitbekommen. Oha! Da gibt es Aliens, die rankommen. Und wo? Irgendwo von da drüben sein. Da wir hier ja doch einige Zeit verweilen können, noch 23 Minuten, denke ich, macht es doch Sinn, wenn wir mal schauen, ob wir die nicht beseitigen können. Als sein Wurm. Da ist ein großes Nest, aber das ist weit draußen. Und da sollten sie nicht kommen. Typischerweise kann man das hier so sehen, wenn es irgendwo Verschmutzung hat, die stärker und schwächer wird. Also nicht so wie hier, wo wir Verschmutzung produzieren, sondern wenn es irgendwo hier Bereiche gibt, das ist typischerweise ein Zeichen, dass die Verschmutzung von den Alien-Nestern aufgesogen wird. Dass die dadurch wachsen oder die Evolution dadurch vorangetrieben wird. Okay. Ich habe nichts gefunden. Da oben am Rande von unserer Verschmutzung, da ist ein Nest. So. Reparieren. Etwas futtern. Dann stehen bleiben, wo uns der Spucker nicht erreicht. Und dann sollte auch diese Basis kein Problem sein. Wir haben ja inzwischen erfahren. Da oben ist auch noch eins. Aber ich denke, die Verschmutzung... Ja, sie breitet sich aus. Hier, das ist wahrscheinlich dann das nächste. Da weiß ich nicht, ob ich das ausrotieren will, denn es hat ziemlich viel Würmer, was das Ganze etwas schwierig macht. Oder ob wir dann einfach verschwinden wollen. Ich meine, es sind ja nur noch 12,5 Minuten.
Mit dem Teleporter Gate können wir, das zeige ich euch gleich, rasch von einem Punkt in unsere Basis gelangen. Hier, das bringt uns ein zweites Förderband für unsere Treppen und Teleporter. Aber die benutzen wir ja derzeit nicht wirklich. Und der Teleporter funktioniert so: Wir haben hier einen in der Basis und hier einen, den wir mitnehmen können. Und wenn wir den platzieren, haben wir hier auch die Bänder, wo wir von außen was in unsere Basis schicken können, und wir können auch hier durchlaufen und enden auf der anderen Seite von unserer Basis. Und dies ist eine einfache Möglichkeit, um einen Außenposten zu etablieren. Denke, diesen werde ich dann hauptsächlich für Öl und Uran verwenden, um diese Erze zu bekommen. Für allenfalls auch Kohle und Stein, aber für Eisen und Kupfer, da haben wir dann später einen anderen Mechanismus über die Harvester. Die werden wir auch ziemlich bald erforschen können. Wir sind schon wieder nahe an der 2-Minuten-Marke. Hier ist uns der Brennstoff sowieso ausgegangen. Ich denke nicht, dass wir es schaffen, hier das ganze Erz zu schmelzen, bevor wir zusammenräumen müssen. Aber hat sich gelohnt auf diesem Planeten, 40 Minuten. Die Umweltverschmutzung ist nicht bis zu diesem Nest gekommen, wahrscheinlich bis zu dem. Das heißt, von da könnten noch Aliens kommen, bevor wir dann effektiv auf den nächsten Planeten warten. Ausgebrannt. Gut, gut, gut. Dann hier rein, hier rein, Kupfer da, Blechchen da rein. Können wir, ja, kommt das erste Alien von da oben, und wir haben es gerade noch geschafft, eine Forschung fertig zu machen. Ich denke, ich fokussiere mal noch ein bisschen so auf die roten, vielleicht hier noch einmal die Plattform vergrößern, bevor wir dann rot und grün machen. Hier haben wir immer noch Dampf drin. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.